Ein ganzes Stück. Guten Morgen. Heute sind wir in Koblenz. Machen eine kleine Trailrunde zusammen mit einem Kollegen, der mich begleitet mit dem E-Bike. Hier einmal der Thomas und sein unfaires Gefährt mir gegenüber. Weil, wie ihr seht, hat der einen Motor und da mein E-Bike leider noch kaputt ist, ich nicht. Aber Thomas ist so nett und zieht mich ab und zu hoch. Und wir machen jetzt hier eine kleine Runde, die ich schon mal vor ein paar Tagen gefahren bin, leider ohne Kamera. Und darum habe ich gedacht, nehmen wir euch heute mit. Und dann seht ihr auch mal die Trails hier. Und hier wird es jetzt losgehen. Viel Spaß. Ich habe ein bisschen Angst da runter. Dann lass mich. Nein. Also wenn du dich nicht fühlst, also ich habe keinen Bock, dass ich hier... Nein, ich leg mich nicht auf die Schnauze. Du kennst dich doch. Sagte er und brach sich alle Knochen. Ja. Quatsch, ich mach das jetzt einfach. Ey, das ist eine Steinplatte. Das ist eine Steinplatte hier runter. Ja, ich weiß. Ich nicht. Ja, ich war gucken. Ich nicht. Aber ging. Bereits anfangs im Intro erwähnt, waren wir heute in Koblenz. Die Tour begann mit einem ganz schön langen Stück bergauf. Allerdings lohnt sich das hier in Koblenz alle Male, weil die Trails einfach dafür auch genauso lange bergab gehen. Alles, was man hochtrampelt bei unserer Runde, ging anschließend in tiefen Metern wieder bergab. Heute hatten wir auch einfach super Glück mit dem Wetter. Es war Sonne, zwar noch relativ kalt, aber der Boden war zumindest am Anfang der Tour sehr trocken. Das heißt, alles super fahrbar. Als ich letztes Mal hier war, vor circa anderthalb Wochen, sah das noch ganz anders aus. Hier haben wir nur ein paar einzelne Stellen auf dem Trail, die ein bisschen rutschig waren. Wie man hier auch an ein, zwei Stellen sehen kann, habe ich mich da etwas vertan oder bin ein bisschen rausgerutscht. Thomas, der heute mit mir unterwegs ist, ist ja, wie ihr bereits gesehen habt, auf dem E-Bike unterwegs und hat es hier bei manchen Trails definitiv schwerer durch das Mehrgewicht, da es doch super technisch ist, alles was wir gefahren sind. Wenige flowige Passagen und vor allem, wenn es steil wird, kennen vielleicht die Leute unter euch, die E-Bike fahren, merkt man doch deutlich das Mehrgewicht. Dass es einen mehr von hinten schiebt und das macht die Sache nicht einfacher. Heißt, den Vorteil, den Thomas hatte beim Berghochfahren, hatte ich hier definitiv bergrunter mit meinem neuen, superleichten, verspielten Trailbike. Ah, falsche Linie. So, wenn man Trails blind fährt oder nicht so gut kennt,
Dann finde ich aber nicht direkt Vollgas zu fahren, weil es gibt immer ein paar tückische Stellen, wo man wie hier voll die Linie verkackt. Ja, moin. Oder hier. Nicht weiß, wie sehr hält einen die Kurve und wie viele scheiß lose Steine sind hinter mir oder vor mir auf dem Trail. Und sehr geil. So, jetzt geht's erstmal wieder berghoch. Ja. Ups. Jetzt tritt er auch noch gegen mein Fahrrad. Nachdem wir nun wieder etliche Höhenmeter berghoch gestrampelt sind und ich ganz tapfer mich nicht habe ziehen lassen von Thomas, ging es auf den nächsten Trail. Den kennt man wahrscheinlich schon aus ein paar Videos von Fabio Schäfer. Zumindest ich habe den wiedererkannt. Das obere Stück ist super steil, super eng und tatsächlich, da es so trocken war, mit dem ganzen Geröll auch echt rutschig. Allerdings wollen wir uns nicht darüber beschweren, dass wir endlich wieder trockene Trails haben und ohne Regen und dreckige Klamotten fahren können. Zumindest eine Zeit lang, wie ihr später sehen werdet. Du fährst das, klar. So. Oh, verkackt. Oh, eine hochinteressante Linie. Das war's. Thomas nimmt direkt die schwierige Linie hier. Und droppt hier sogar runter. Was ist denn los mit ihm? Mein Gott. Muss ich mich ja richtig anstrengen, hier dran zu bleiben. Und ich und die... Uhuhu! Da hat das aber auch stehen lassen, jo. Da hast du aber auch das Gas stehen lassen. War schnell? War flott. Ja? Ja. Schön. Muss man sagen. So. Sind wir an der Mosel, jetzt sind wir wieder hoch. Auch wenn wir jetzt keine total oft irgendwelche Trails gefahren sind, aber es war trotzdem auf jeden Fall cool. Fand ich auch. Ich muss mal eben die Brille aufsetzen, dann müssen wir nicht nochmal anhalten. Filmst du mich von hinten? Waren wir denn jetzt deiner Meinung nach langsam unterwegs? Nö, wir waren flott unterwegs. Wir sind 2 Stunden schneller als beim letzten Mal. Ja? Ja. Und ich bin ja jetzt trotzdem die meiste Zeit gestrampelt. Ja, ja, eben. So, filmst du mich von hinten? Sehr schön. Was hast du gerade gesagt? Filmst du mich von hinten? Nicht nimmst du mich. Da ist ja noch einer so zweideutig wie ich.
Du hast einen Motor und ich hab Angst mit den Klicks. Ich darf mich nicht aufhängen. Geht jetzt gleich weg runter, keine Sorge. Und let's go. Nicht durchs Wasser. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Wollte ich auch nicht rein. Jetzt habe ich eigentlich die glorreichste Stelle zum Starten. Ja, ne? Geil, ne? So, ich bin wieder drin. Aber es kam, wie es kommen musste, und es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir den ganzen Tag nur trockene Strecken gehabt hätten. Den letzten Trail des Tages, der wieder runter zum Rhein geführt hat und Richtung Auto, war wohl in der Nacht gefroren und jetzt bei Sonnenschein aufgetaucht. Das Ganze ergab eine furchtbar schmierige, rutschige, dennoch absolut spaßige Angelegenheit. Es war mehr auf Skiern fahren wie auf Skiern fahren als Fahrradfahren. Man hatte an manchen Stellen absolut gar keinen Grip mehr und hat nur gehofft, dass man irgendwie da durchkam, ohne sich in den Matsch abzulegen. Und man sah innerhalb von gefühlt Sekunden aus, als wäre man den ganzen Tag nur im Regen gefahren. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ach du Scheiße! Huhuhu! Ich muss ausklicken. Das war ja mal eine Rutschpartie. Ich glaube, der Trail im Trockenen schön. Ich finde den auch so lustig. Ich dachte, hatte auch noch ein bisschen Hoffnung, dass ich das Fahrrad heute vielleicht nicht komplett putzen muss. Ja, habe ich gerade aufgegeben. Guck dir das an. Also, wir nehmen natürlich die Steilabfahrt rein, ne? Also, mir wurde gesagt, den Sprung da vergessen. Ja. Er kickt zu Tode und landet im Flat. Ja, genau. Und dann kommt gleich irgendwo ein Baum, der im Weg liegt. Das ist aber der einzige hier. So, ich hab dich auf Kamera. Oh, falsche Spur. Fettzweichelein erwischt. Oh.
Oh, es ist so rutschig. Es ist so rutschig. Wäschelein. Ah! Cool, Flight des Todes. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Ah, falscher Gang, falscher Gang. Huh. Oh, es geht sogar. Das Ganze wurde auch weiter unten nicht besser. Hier hatten wir zum Glück noch ein kleines Stück, bevor es in die technischen Passagen ging, wo wir mal laufen lassen konnten, richtig Gas geben, sodass sich die Reifen wenigstens ein bisschen wieder freigeschmissen haben. Anschließend ging der Trail aber genauso technisch steil und vor allem rutschig weiter, wie es weiter oben begonnen hatte. Hier merkte man wieder deutlich, dass Thomas hinter mir mit dem E-Bike doch hier mehr Probleme hatte als ich. Einfach daran, dass man mit so einem E-Bike viel mehr aufpassen muss, dass es einen dann nicht von hinten schiebt. Ich möchte hier auf keinen Fall irgendwie E-Bikes verteufeln. Ich fahre selber super gerne damit. Aber man muss auch einfach sagen, bei all den Vorteilen, die die Bikes bieten, bei steilen, rutschigen und nassen Strecken, ist es doch verdammt unangenehm, wenn das Mehrgewicht einen von hinten auf einmal schiebt. Vor allem, wenn man dabei vergessen hat, den Motor auszumachen, müsst ihr mal darauf achten, und so ein bisschen Druck auf die Pedalen gibt, schiebt einen das Ding einfach nur noch nach vorne und man muss nicht nur sich selbst und das Gewicht und die Geschwindigkeit bremsen, sondern gleichzeitig auch noch die Kraft vom Motor. Boah. Ohne Fuß absetzen. Beim letzten Mal ging das noch nicht. Da muss ich unten absetzen. Jetzt kommt Thomas. Ich höre ihn. Er kommt. Da ist er. Das war unsere kleine Tour durch Koblenz. Waren jetzt knapp 3 Stunden. Ein paar schöne Trails gefahren. Wie man deutlich sehen kann, haben wir es geschafft, in den letzten 10 Minuten uns komplett einzusauen. Wir waren bis dato noch wirklich sauber. Wir hatten beide die Hoffnung, dass wir die Fahrräder nicht sauber machen müssen. Aber, wie man hier auch deutlich bei Thomas E-Bike erkennen kann, kommen wir da heute doch nicht drum herum. Aber war geil. War geil. Jetzt radeln wir hier noch mit herrlichem Sonnenschein am Rhein zurück. Und dann geht's ab nach Hause, Masche einsammeln und auf die Couch. Dann bis bald zum nächsten Video.